was eine Potenz ist und warum die uns ziemlich viel Schreibarbeit sparen kann, klären wir in diesem Video. Zwei mal zwei mal zwei ist gleich 8. Soweit nichts Neues. Da Mathematiker aber bekanntlich ja eher faul sind und sich so viel Schreibarbeit wie möglich sparen wollen, hat man sich überlegt, statt zigmal hintereinander mal 2 zu schreiben, nur einmal die Zahl, die multipliziert wird, zu schreiben und die Anzahl, wie oft sie mit sich selbst multipliziert wird, als Hochzahl obendran zu hängen. In der Sprache der Mathematik wird das Ganze dann so ausgedrückt. N mal x gerechnet ist das gleiche wie x hoch n. X ist dabei eine beliebige Zahl und n ist die Anzahl, wie oft diese Zahl mit sich selbst multipliziert wird. So wird aus 2 mal 2 mal 2 2 hoch 3. Die Großzahl, die unten steht, nennt der Mathematiker übrigens Basis und die kleine Zahl, die oben steht, die Hochzahl, nennt man auch Exponent. Und beides zusammen, also Basis und Exponent gemeinsam, bilden die sogenannte Potenz. Die kleine Hochzahl, also der Exponent, hier die 3, sagt uns also, wie oft die große Zahl, die unten steht, die Basis, mit sich selbst mal genommen werden muss. Gesprochen wird eine Potenz übrigens immer die Zahl, die unten steht, hoch die Zahl, die oben steht. Bei 4 hoch 5 rechnet man also eigentlich 4 mal 4 mal 4 mal 4 mal 4. Bei 6 hoch 2 rechnet man 6 mal 6. Bei 3 hoch 4 rechnet man 3 mal 3 mal 3 mal 3. Und so weiter. Eine Besonderheit bei Zahlen mit dem Exponent hoch 2 ist, dass man hier statt hoch 2 auch zum Quadrat sagen darf. Also statt 2 hoch 2 darf ich auch sagen 2 zum Quadrat oder noch kürzer 2 Quadrat. So viel dazu. Was solltet ihr euch jetzt unbedingt merken? Eine Potenz besteht aus einer Basis und einem Exponenten. Die Basis gibt an, welche Zahl multipliziert wird und der Exponent gibt an, wie oft die Zahl mit sich selbst multipliziert wird. So, ich hoffe, das Ganze war jetzt nicht zu hoch für euch und ich konnte euch wieder ein bisschen weiterhelfen. Und in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.